Willkommen zu einer Runde Total War Warhammer 3 und ich weiß, es ist sehr beeindruckend. Warhammer 3 Mod-Vorstellung und es hätte eigentlich auch Ascopas Solland Mod sein können, aber wir blicken hinein in den Gnobbler-Horden-Mod, der erstellt worden ist. Und ja, willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr weitere Mods habt, die ihr gerne sehen wollt und die ihr gerne gut oder gerade gut findet in Total War Warhammer 3, dann haut es mir gerne in die Kommentare. Lasst den Daumen hoch da. Ja, und dann suchen wir uns die besten raus, die wir auch alle installieren werden, sobald Total War Warhammer 3 Immortal Empires rausgekommen ist. Das hier ist der, und ich zeige es euch gerade kurz mal auf Steam, der Gnobbler Horden Mod. Und mit dem bekommt ihr eine vollständig neue Armee. Und diese Armee basiert wohl auf einem weißen Zwerg. Meine Güte, vielleicht kommt die auch wirklich in Total War Warhammer dazu. Wer weiß, wer weiß. Es gibt eine ganze Reihe neuer Einheiten an schnellen, kleinen und ärgerlichen Spaßeinheiten, die momentan zu den Ogern hinzugefügt werden. Interessant, dass hier sogar einige Squiggyback-Reiter dabei sind, die auf Squigs reiten. Also würde ich fast sagen, einige Modder machen sich ja momentan Sorgen, dass man Fraktionen hinzufügt. Aber hier zählt es wohl nicht als extra Fraktion, weil diese Gnobbler-Teile der und sie auf Dingen Teile der Oger sind. Weil die Squigs sind doch eigentlich auch Assets aus Total War Warhammer 2, nämlich die Goblins hatten ja auch Squig-Reiter. Aber sei es drum, ich will die Politik hinter diesen ganzen Mod-Entscheidungen und Fragen nicht zu sehr in Frage stellen. Sehen wir uns dafür einmal diese unterhaltsamen Gobbos, nein, nicht Gobbos, sondern gnobbligen Gnobblers an. Wir haben einen Head Honcho auf Squiggyback. Er kann auch ohne Squiggyback mitgenommen werden. Und wir sehen, er ist ein typischer gnobbliger Gnobbler. Das bedeutet, er hat so gut wie keine Rüstung. Er hat wenig Führerschaft. Immerhin ist er halbwegs schnell. Nahkampfangriff ist fast nicht vorhanden. Genauso wie die Nahkampfabwehr. Schaden macht er auch nicht. Immerhin hat er Angriffsbonus und er ist schlüpfrig. Was hat er noch? Sneaking off. Er kann Führerschaft um sich herum erhöhen. Geil. Und Weeds Winning. Wenn er gewinnt, bekommt er plus 8 Nahkampfangriff. Nicht übel. Ja, also ziemlich ziemlich schwächlich, aber auf jeden Fall eine super Spaßarmee und etwas, das wir vielleicht in einer Kampagne, das würde ich ehrlich gesagt sogar in einer Kampagne lieber spielen als die Ogre, diese Armee. So würde ich irgendwie viel unter seltsamer, meiner Meinung nach. Und hier ist der Held, das ist der Honcho, nicht der Head Honcho, sondern der kleinere Honcho. Was hat er für Skills? Auch der. Wenig Rüstung, wenig Geschwindigkeit, Führerschaft, Waffenstärke, Nahkampfangriff. Immerhin hat er Gift, das ist schon mal was. Und er hat einen Fernkampfangriff von 70 Reichweite. Kann um sich herum verstärken, und zwar mit Heilung. Das ist natürlich nicht übel. Und er kann mit Stab in Time um sich herum mit jedem Feind, den er tötet, mehr. Also, nee, nicht um sich herum, aber er wird immer stärker, je mehr Feinde er tötet. Was jetzt nicht unbedingt etwas ist, was wir von diesem Honcho wirklich erwarten würden. Sei es drum, weiter geht's zu den anderen Einheiten. Hier im Hintergrund sind die normalen Gnobblers. Nur mal zum Vergleich, dass wir sie einmal gesehen haben. Ich glaube, ich muss ein bisschen das Gras ausschalten. Ist schon ein bisschen krass, man kann die gar nicht sehen. Gnobblers, 18 Angriff, 26 Abwehr, 15 Rüstung, 160 Modelle. Danke an Creative Assembly, dass das jetzt die neue Standardgröße ist. Aber wir beginnen hier auf der linken Seite mit den normalen Einheiten. Wir haben einerseits Flingers, Gnobbler Flingers. Das sind also Fernkampfeinheiten. So ein bisschen wie die Fallensteller. Aber die Gnobbler Fallensteller im Hintergrund haben 70 Reichweite und 17 Geschossstärke. Moment, nee. Doch 70 Reichweite, 17 Geschossstärke. Und ansonsten haben sie den Skill Gnobbler Fallen, um Gegner zu verlangsamen. Die Flingers haben deutlich mehr Reichweite, aber haben dafür keine Fallenstellerfähigkeit. Die Nahkampfwerte sind unter aller Sau. Die Gnobbler Fallensteller sind sogar noch ein bisschen besser. Haben allerdings weniger Munition und weniger Reichweite. Das heißt, wenn ihr eine spezialisierte Fernkampfeinheit wollt, dann sind die Flinger genau das, was ihr sucht. Sogar gar nicht mal. Ja, okay, Führerschaft ist furchtbar. Sorry, sie ist furchtbar. Ich glaube, wir haben sie sogar. Und es ist nochmal ein Fernkampfregiment in der Gnobblers. Und zwar sind es die Boglers. Im Gegensatz zu den Gnobblers. Das schreibt man ja fast gleich. Was haben die zu bieten? Die Boglers haben. Die können sich in Vorhut aufstellen. Danke dafür. Sie sind entbehrlich. Im Vergleich zu den Gnobbler-Fallenstellern sind sie sogar ein kleines bisschen besser. Aber es scheint irgendwie wieder noch so ein Zwischending-Einheit zu sein. 120 Reichweite.
Eigentlich genauso wie die Flingers. Wo ist denn da der Unterschied? Okay. Die Boglars, also known as Marsh Gnoblars und oder Schlamm Goblins, sind eine Brut der Gnoblars, die in Marschen, Orks und Schwasch, okay, leben. Also die sind schon extrem ähnlich, aber die Boglars sind ein Hauch besser, wenn wir die ansehen. Sind also, okay, sind ein Hauch besser und haben auch ein bisschen mehr Fernkampfangriff. Haben wir noch Fernkampfeinheiten? Nee. Das war's. Gnoblar Fallensteller, Flingers und Boglars. Alle doch relativ ähnlich, wobei habt ihr jetzt ein bisschen mehr dedizierte Fernkämpfer. Geschossstärke ist zwar schlecht, die Munition ist gering, obwohl die Munition geht. Aber immerhin Reichweite 120, das ist halbwegs okay. Dann gehen wir zur nächsten Einheit. Die nächsten Einheiten sind unsere Fernkämpfer, unsere Nahkämpfer hier. Und wir vergleichen sie immer einmal mit den Gnoblars im Hintergrund, damit wir mal den Vergleich haben, was diese Einheiten taugen. Gnoblars, nicht nur normal, sondern Gnoblars mit Schild. Also es sind die Elite-Gnoblars, die sich ein Schild leisten konnten, gemeinsam zu dem Topf, den sie auf dem Kopf haben. Also wirklich Elite, jeder Gnoblar ohne Schild will ein Gnoblar mit Schild werden. Sie bekommen unglaubliche plus 4 Nahkampfabwehr im Gegensatz zu den normalen Gnoblars. Ziemlich krass, ziemlich krass. Dann gibt es auch noch eine Feedband, die ist neu, auch eine ziemlich geile Einheit. Wer sich dazu entscheidet, sein Geld als Gnoblar nicht in Schild zu investieren, investiert es in Schwert oder Dolch Nummer 2. Und die haben schon die Eigenschaft, wie fiese Schlitze auszusehen. Waffenstärke 21. Im Vergleich zu den normalen Gnoblars sind sie absolut identisch. Nur Bonus gegen Infanterie von sage umschreibe 6. Ja, vor diesen Gnoblars muss man sich wirklich in Acht nehmen. Natürlich hauen sie auch häufiger zu. Es ist eine Mechanik, die versteckt ist in Total War. Ich glaube, sie ist auch noch in Total War 3 drin. Dass je nachdem, was ihr für einen Waffentyp habt, ihr unterschiedlich schnell angreift und zuschlagt mit euren Waffen. Deswegen bedeutet die Waffenstärke eigentlich nicht so richtig was, weil da eigentlich nicht der Schaden pro Sekunde eingeht. Wenn ihr ein Speer habt, schlagt ihr langsamer zu, als wenn ihr ein Schwert in der Hand habt. Und wenn ihr zwei Waffen, also jeweils eine Waffe in jeder Hand habt, dann schlägt die Einheit nochmal schneller zu. Das heißt, schlägt schneller zu und hat Bonus gegen Infanterie. Dafür keine Rüstung und Angriffsbonus von 6. Absolut episch. Stürmt dann mit dem Gegner in den Rücken und er merkt vielleicht nach ein paar Minuten was. Dann haben wir die Groinbiters. Größer, ekliger, eklige Gnoblars. Das sind die, die Gesäßbeißer. Halt, die Schrittbeißer, ganz genau. Die beißen euch in den Schritt, so heftig sind die. Und es sind die, die in der Lage waren, ein kleines bisschen Rüstung zu klauen und ebenfalls ein Schild, bevor sie sich auf den Weg in den Krieg gemacht haben. Und ihre und sie konnten sogar ein kleines bisschen üben. Das heißt, okay, von den Normalgobos zu Elite-Schild-Goblos kommen wir zu Super-Elite-Schild-Goblos. Gnoblos meine ich, okay, werde ich es immer verwechseln. Gobos ist halt einfach der Stand. Ich habe mich jahrelang daran gewöhnt, wie soll ich es jemals abgewöhnen. Im Gegensatz zu den normalen Gnoblars haben sie ein Schild und sogar ein bisschen Rüstung mit 45 und bessere Nahkampfangriff, Abwehr und Waffenstärke-Werte. Immer noch ziemlich ramschig, aber so langsam aber sicher kommen wir auf Standard-Speerträger-Niveau. Oder? Ich glaube, jetzt sind wir halbwegs auf Speerträger-Niveau angekommen mit den Groinbiters. Immerhin 160 Modelle. Dann die nächste Einheit, die Lucky Gits. Die sind glückliche Gobos. Diese Gnoblar sind noch glücklicher und haben noch mehr Glück als Glück-Gnoblars. Und sie sind bekannt als die Lucky Gits. Lucky, also ist Englisch für Glück haben. Und die, was können die eigentlich? Im Vergleich zu normalen Gnoblars sind sie nicht wirklich signifikant besser. Aber sie haben eine ganze Reihe von unfassbaren Skills. Und sie sind natürlich blau. Blau schützt einen vor, ja, Schaden. So, das wissen auch die Grün heute, obwohl Rot schneller ist. Weez Lucky dauert 30 Sekunden im Nahkampf aktiv. Plus 24 Nahkampfangriff können sie aktivieren. Und plus 20 Führerschaft, das ist echt gar nicht schlecht. Und plus 50% Schaden. Ich meine, den brauchen sie auch. Sie machen nur 21, dann kommen sie halt auf 30. Wuhu! Aber dann haben sie plus 24 Nahkampfangriff, kommen sie auf 4 und 40. Dann hauen die mal gar nicht so schlecht rein. Jetzt müssen sie nur noch Waffen haben, die häufig zuschlagen würden und nicht so komische Speere. Dann wäre es wahrscheinlich auch noch besser. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Was haben sie noch? Sie haben Weeds Very Lucky. Wenn sie unter 75% Trefferpunkte haben, dann können sie nicht sterben für 30 Sekunden. Und sterben werden sie
schnell und viele von ihnen. Rettungszauber 10% und Zauberresistenz 20%. Ja, das nenne ich mal ein Elite-Gnobbler-Regiment. Da kommt richtig Freude auf. Ich kann es kaum erwarten, sie in der Kampagne in die Schlacht zu schicken. Wir haben noch weitere Einheiten. Jetzt kommen die Zuschläger. Es wird immer geiler, Leute. Die Manbiters. Jetzt sind wir schon mal weg davon gekommen, nur noch in den Schritt von irgendjemandem zu beißen. Jetzt beißen sie ganze Männer oder Menschen. Sie sind die Größten und die Bösesten ihrer Art. Und sie wollen besser als andere Gnobblers werden, ja. Da ist Zug drin bei denen. Ihre Schilde haben sogar zum Teil ein Horn. Echt der Wahnsinn. Von den Werten her sind sie immer noch besser als Gnobblers, werden immer besser. Die Waffenstärke ist sogar recht in Ordnung, die Manbiters. 45 Rüstung, Schild, 26 Angriff, 32 Nahkampfabwehr. Gar nicht mal übel. Jetzt haben wir sogar schon eine Standardeinheit im Vergleich zu anderen Standard-Truppen oder so halbwegs. Mein Nahkampfangriff ist immer noch ziemlich schlecht, aber es geht langsam. Ne? Manbiters, es geht jetzt sogar halbwegs. Jetzt sind wir, glaube ich, auf Goblin Limo langsam, aber sicher angekommen mit den Manbiters. Ziemlich krass, ziemlich krass. Und jetzt kommen die Blutgnobblers. Oh ja, und ihr wisst, wenn Blut im Namen dabei ist, dann ist Korn wahrscheinlich nicht weit. Was können die eigentlich? Blutgnobblers haben ihre ganze Zeit damit verbracht, ihr Heimchen zu verstärken und Fallen für irgendwelche neugierigen Störer aufzustellen. In der Gnobbler-Gesellschaft sind die Blutgnobblers die zuerst verantwortlich waren, anderen Gnobblers die besten Fallenstellentechniken beizubringen. Okay, also Blutgnobblers sind die alten Grummler, und die haben sogar rüstungsdurchdringenden Schaden. Boom, was haben sie noch? Walderkennung, plus 100%. Die können jeden im Wald sehen anscheinend. Und sie haben Gnobblerfallen ebenfalls wie die normalen Gnobblers. Also ja, Blutgnobblers, nicht übel. Im Vergleich zu normalen Gnobblers sind sie mittlerweile schon echt gut besser, vor allem im Nahkampfangriff. Auch nochmal besser als die Manbiters, aber es ist mehr ein bisschen die aggressive Truppe. Und sie haben auch nicht mehr Speere, sondern sogar richtige Knüppel in ihren Händen. Mit denen zu flankieren macht natürlich besonders Spaß. Obwohl, naja, er meint, sie haben immer noch nur 14 Angriffsbonus. Immer noch nicht super genial. Es gibt allerdings noch legendäre Einheiten. Mal sehen, was die nachher noch mit nach Hause bringen. Oder mit in die Schlacht bringen. Aber zuerst ein Blick auf die Kavallerie. Und wisst ihr was? Die Kavallerie, die sieht doch mal gut aus. Die muss stark sein. Die ist doch bestimmt richtig mega stark. Squeaky Back Reiter. 120 Modelle. Gnobblers, die teilweise an obskuren und gefährlichem Sport teilnehmen. Sind diese hier. Und einer der beliebtesten Sportarten ist Squick Kiosten. Also mit. Oh, stimmt, Kiosten. Ein Glück, dass ich mir dieses Wort gemerkt habe. Daumen hoch hoffentlich dafür. Ist, wenn zwei Ritter mit Lanzen aufeinander zureiten, um sich gegenseitig von ihrem Pferd zu stoßen. Aber hier in diesem Fall werden keine Pferde benutzt, sondern Squicks. Und wer runterfällt, wird gefressen. Eigentlich noch viel geiler als mit Pferden. Squiggy Back Reiter, 58 Geschwindigkeit, das ist okay. Vielleicht so äquivalent wie eine schwere Kavallerieeinheit. Der Nahkampfangriff ist absolut erbärmlich mit 18, 22 Nahkampfabwehr, und der Angriffsbonus ist wirklich auch fast nicht zu vorhanden. Das wird die wundervollste Kampagne, wenn man sie mit diesem Gnobblers spielt, die es jemals geben kann. Meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Gnobbler und Squigs, das wird die geilste Kampagne aller Zeit. Das weiß ich jetzt schon. Ja, besonders wenn uns die legendären Einheiten hier nochmal unterstützen. Ein Blick in die Squiggyback Ritter. Nicht nur Squiggyback Reiter, sondern die Ritter. Seht sie euch an. Sind sogar gepanzert. Sehen alle aus wie übrigens der Held. Passive Fähigkeit. Wenn sie angreifen, dann bekommen sie ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Angriffsbonus. Und von ihren Werten her sind sie sogar vergleichbar, glaube ich, mit der leichten Kavallerieeinheit mittlerweile. 34 Angriffsbonus. Ja, ist okay. Nahkampfangriff und Abwehr. Eine Kavallerieeinheit. Sagen wir auf Niveau von. Wie heißen sie? Freibauern. Kavallerie. Aber hey, jetzt wird's langsam. Dann haben wir weitere legendäre Einheiten. Oh, wir hatten gerade eben die Lucky Gits. Jetzt haben wir die wirklich, wirklich Lucky. Die very, very Lucky Gits. Also, das muss man auch schon lieben wegen den Namen, die hier vergeben worden sind. Und die very, very Lucky Gits haben sogar mehrmals die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht sterben, wenn sie sterben, was sie tun werden. Bei 75%, bei 50% und bei 25%.
überleben sie mal ein bisschen länger für 30 Sekunden. Ah. Wenn der beste Skill eurer Einheit ist, erstmal eine Weile nicht zu sterben, während sie zerhackt werden, dann wisst ihr, ihr habt es geschafft. Das ist die beste Einheit. 10% physische Resistenz, Zauberresistenz. Wahnsinn. Im Vergleich zu den normal Lucky Gits, wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Wo sind die Lucky Gits hin? Ich habe sie hier hinten irgendwo. Ist sie verloren? Und ja, nein, wo sind die Lucky Gits? Manbiters, Knoblas. Hier. Im Vergleich zu den normal Lucky Gits haben sie. Ja, okay, ihre extra Nicht-Sterbe-Skills und ein bisschen mehr Nahkampfangriff und Abwehr. Ich meine, die sind schon jetzt okay. 38 Nahkampfabwehr ist jetzt nicht schlecht. 27 Angriff, damit kann man leben. Gerade bei 160 Modellen ist das schon ganz okay. Und jetzt kommen die Elite-Damage-Dealer. Wir hatten die Manbiter und jetzt haben wir sogar die Gnolls, die selbst Ogre beißen. Eine sehr gefährliche Tat in einer Umgebung voller Ogre, die normalerweise sich damit beschäftigen, Gnoblas zu fressen. Und die sind jetzt echt gar nicht mal übel. Also, für eine normale Infanterieeinheit, 45 Rüstung, 63 Führerschaft, das ist jetzt sogar schon Standardwert, 34 Angriff, 41 Nahkampfabwehr, 33 Waffenstärke. Ja, jetzt werden wir langsam zu, das ist jetzt definitiv im normalen Standard-Nahkampfeinheiten-Schwerträger-Niveau. Vielleicht Speerträger, da sind wir jetzt mit diesen Elite-Oger-Beißern drin. Dummerweise kann man vielleicht nur eins davon haben, wer weiß. Aber wer einen Oger beißt und das überlebt, versucht es bestimmt nicht nochmal. Da haben wir auch die Foot-Snappers, die schnappen sich irgendwelche Füße. Und diese Footschnappers haben ebenfalls Walderkennung, sie haben ebenfalls die Gnoblerfallen, sie haben außerdem Cunning Traps und sind in der Lage, einen Gegner aufzuhalten mit einem Netzspruch. Mit Cunning Traps fügt Kämpfern Schaden zu, stark gegen Nährangriff, schwach gegen ein, oder? Nee, und kann sich nicht bewegen und macht Schaden. 90 bis 180 pro Sekunde hält 13 Sekunden. Nicht übel. Nicht übel, rüstungsdurchdringender Schaden und 43 Nahkampfangriff ist auch nicht übel, Leute. Und mit dieser Armee werden wir nun heldenhaft und fast garantiert einen glorreichen Sieg ringen gegen die, was habe ich auf der anderen Seite aufgestellt, gegen Kislev. Kislev kann ja nichts, dem seid ihr euch mit Sicherheit bewusst und deswegen werden wir jetzt problemlos Kislev niedermähen. Ich hoffe nur, sie haben keine Kavallerie mitgebracht. So, unsere Prügler kommen auf die rechte und linke Flanke. Die Kavallerie, ich meine, das ist schon ein ziemlich großes Kavallerieregiment. Also das ist schon gar nicht mal so übel. Packen wir alles jetzt in unsere Gruppe und schauen mal, was die KI machen. Und wo ist unser Held? Hier ist er. Gruppe 5. Haben sie überhaupt irgendwelche Skills? Ja, sie haben. Aber ich werde sie wahrscheinlich eh vergessen. Das heißt, naja, Pech gehabt, ihr lieben Gnoblas. Und ja, dann würde ich sagen, ab in den Kampf. Mal sehen, was Kislev machen kann gegen uns. Ah, und sie stehen. Schon wieder so eine kackige Bergkarte, bei der Kislev dann außerdem noch den Berg runter angreifen kann. Herzlichen Dank dafür, Creative Assembly. Man ist ja schön, dass ihr hier so Hügel einbaut. Aber okay. Okay, jetzt weiß ich, warum in Multiplayer-Matchups natürlich immer die flachen Karten gespielt werden. Weil da ist man nicht so verärgert, wenn man mal wieder irgendwie den Gegner den Berg hoch angreifen muss. Okay, da ist Kislev. Irgendwie bin ich immer noch nicht zufrieden mit meinen Grafikeinstellungen. Es ist noch immer ein bisschen unscharf. Vielleicht sind da ein paar mehr Effekte drin, als ich haben will. Vielleicht zu viel Gras. Bin mir nicht so ganz sicher. Es ist schon mittlerweile okay, aber ich glaube, den einen oder anderen Einstellungsunterschied sollte ich noch reinmachen. Okay, Gnobler. Okay, die gegnerische Kavallerie steht bereit, um uns die Hölle heiß zu machen. Aber Gnoblas, ihr schafft das schon, oder? Ihr schafft das schon. Los kommt. Wir haben keinen Zauber, aber wir haben Sneaking Off und wir haben dieses Weglaufen. Oh, weich aus, Gnobler-Chan. Diese Leviten stehen eh nur rum und machen nichts. Ja, siehst du, der kann nichts. Oh, mein Güte, er konnte was. Oh, er hat uns getroffen. Okay, ab in den Nahkampf. Überwältigt sie. Überwältigt die Kislewiten. Die haben keine Chance. Die sind vielleicht nur ein bisschen gepanzert oder was weiß ich. Flankenangriff vorbereiten. Go, go, go. Hopf, Gnobler. Gegenangriff. Oh je. Oh nein. Okay, dieser Skill hat leider nur irgendwie direkt meine nähere Umgebung aktiviert. Das ist schade. Der General ist fast tot. Und wir flankieren.
Wir fangen an zu flankieren. Kommt, Noblas. Das schafft ihr, oder? Noblas? Kommt schon. Komm schon. Die gegnerische Kavallerie macht bald schlapp. Okay, jetzt haben wir einen wundervollen Angriff hier in die gepanzerten Korsaren mit 200 Waffen. Knoblar-Chance! Oh ja. Oh, da hört im Hintergrund fantastischen Kriegstrommeln. Wie sieht's aus mit euch, Knoblas? Sieht doch eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Und jetzt können wir hier den gepanzerten Korsaren mit Zweihandwaffen in den Rücken fallen. Oh nein, unser Gegner hat Zaubersprüche. So haben wir nicht gewettet, Leute. So haben wir nicht gewettet. Okay, gepanzerte Korsaren. Von zwei Seiten überrennen. Das ist der Plan. Von zwei Seiten. Nobler Kavallerie, bitte auch vorne durch. Feigling, eure Krieger fliehen. Eure Krieger fliehen. Oh nein. Komm schon, Knoblix. Knoblix. Der sieht gut aus. Oh, die sind richtig gut durchgestürmt. Und kriegen wir sie weg? Ja, yeah, die gepanzerten Korsaren wanken. Aber ich habe vergessen, das ist ja Kislev. Oh nein, die linke Flanke unserer Knoblas bricht langsam aber sicher zusammen. Ich habe übrigens die Armeen so eingestellt, dass wir ungefähr gleiche Werte haben. Das heißt, es ist tatsächlich sogar fair. Es ist ein fairer Kampf, so unangenehm das für die Knobler hier eigentlich gewesen ist. Aber wer weiß, wir sollten eigentlich trotzdem gewinnen können. Ich bin da schon recht zuversichtlich. Nächster Angriff! Squiggy back, nice go! Ach, ich wünschte, wir könnten eine richtige Kampagne mit coolen Fraktionen spielen in Warhammer 3. Okay, dafür kriege ich bestimmt wieder ein kleines bisschen Hate, wenn ich das gesagt habe. Aber ihr wisst ja, ich bin kein Fan. Aber irgendwann, Leute, irgendwann wird alles gut. Ich glaube, wir kriegen das hin. Die Gnorbligen Gnoblas überrennen den Feind. Gnorblige Gnoblas. Ich hätte es nicht geglaubt. Wir gewinnen das. Ich glaube, das sind unsere Elite-Oger-Biter-Gnoblas. Okay, Squiggy Bag Knights. Go. Ja, also ein, zwei elitäre Einheiten reichen schon. Okay, zugegebenermaßen, die Kieselriten waren jetzt auch nicht mit einem irgendwie riesen, monströsen Geisterbären dabei. Aber hey, das zeigt einem doch, was die Gnobler können, wenn man sie lässt. Die Ogre Biters, was haben die noch für einen Skill? Nahkampfangriff plus 5 um ihr in ihrer Entfernung. War ich auch nicht übel, das habe ich gerade gar nicht gesehen, als ich ihre Einheit angesehen habe. Irgendwie finde ich es immer noch ein bisschen unscharf, das Ganze. Ich weiß nicht genau, welche Einstellung ich da noch ändern muss, damit es nochmal ein bisschen besser wird. Was ist das eigentlich für ein General? Eine Eishexe. Okay, Eishexe. Immer nicht auch fertig. Okay, die Ogre Biters. Echt Wahnsinn. Wahnsinn, diese Ogre Biter. Okay, Zeit, die Kisleviten hier einzukesseln. Squiggyback Knights und unsere Squiggyback Riders waren auf jeden Fall richtig gut dazu in der Lage, den Gegner zu flankieren, zu vernichten. Übrigens, der Sound ist gerade aus. Ich hoffe, es stört euch nicht. Spielt ihr Total Warhammer mit Sound, ohne Sound? Ihr wisst ja, schreibt es mir rein. Kommentare. Bin gespannt, wie es bei euch so abgeht. Moment mal, ist diese Heilung eigentlich nur für ihn? Die ist nur für ihn. Nein. Ein Skill, der den Held heilen kann, kommt immer gut. Meine Güte! Wer hätte gedacht, dass wir Kislev einfach gnadenlos zerreißen? Naja, dann. Das war ja eigentlich fast zu erwarten. Den Gnobler Horden kann keiner entgehen. Kann keiner Widerstand leisten. Und nicht mal so ein Bär, der keine Hoden hat. Vielleicht ein weiblicher Bär. Oder ein Pfützen. Nennt man das so? Weiß es nicht. Ah, er hat das an. Kann ich sehen. Naja, okay, damit der Sattel hält. Aber gut, vielleicht wird es ihm zu warm. Die Bären sind ja eigentlich gewohnt, dass sie in der Kälte existieren. Aber ich meine, abgesehen davon, spielt sich das Spiel ganz gut. Also das finde ich schon mal sehr, 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 sehr schön, weil das Spiel war ja lange Zeit auch hier in den Multiplayer-Schlachten kaputt, aber jetzt funktioniert es wieder. Und es fühlt sich gut an, also die Einheiten bewegen sich im Großen und Ganzen, manchmal schießt sogar eine Einheit. Ja, GG. GG, Kislev. GG. Gucken wir uns mal das Pricing der Einheiten an, die wir gerade gesehen haben. Wer denn am meisten gekillt? Groinbiters, Ogrebiter und Footsnappers. Oh, aber auch die Squiggyback Knights waren sehr, sehr gut. Gar nicht mal schlecht. Schön verteilt der Damage. Also es hat keine OP-Einheit gegeben. Im Gegensatz zu den Kisleviten. Nein, die haben auch recht gut durchmischt. Wir hatten noch 3700 Gold übrig. Kisleviten noch 3900 Gold. Okay, unsere Armee war 200 Gold teurer.
Also, die könnt ihr hier auswählen, wenn ihr die Ogre-Mod installiert. Könnt ihr. Ich habe übrigens auch der Orden des Zollern, das zeigen wir beim nächsten Mal. Head Honcho, an die ganzen Einheiten. So mega günstig sind die eigentlich nicht. Gerade die Squeaky Bag Knights 650 Gold. Schon nicht zu billig. Aber gut, es sind 120. Dafür zahlt man halt auch nochmal extra. Normalerweise sind Kavallerieregimenter ja nicht so riesig wie hier. Ansonsten Boglas. Bloodgnoblas, Very, Very Lucky Gits, 600 Gold. Ja, ich meine, man sieht, dass die Armee ist alles in allem sehr, sehr günstig und man kriegt kaum eigentlich von den Kosten her eine Armee voll, wenn man nur die ganz günstigen Einheiten mitnimmt. Naja. Oh, ich habe Bogwomitas vergessen. Oder ich habe ein legendäres Fernkampf, zwei Regimenter, zwei legendäre Fernkampfregimenter vergessen. Naja, hätten wir auch noch mitnehmen können, wäre wahrscheinlich nochmal ein bisschen schöner gewesen. Und beim nächsten Mal? Oder auf Solland? Wer weiß, wer weiß. Und bald dann sogar in der Kampagne. Oh, ich freue mich drauf. Was ist eure Kampagne, die jetzt erst beginnt? Ja, ich glaube, mich ruft mal wieder Karl Franz. Wissen wir ja. Karl Franz. Who calls? The nation calls.